ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexer, Meister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob! Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Au! Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Ein Hexer. Ein köstlicher, köstlicher Hexer. So, aber auch diese Quest machen wir jetzt nicht. Almosen für die Armen. Ich könnte töten für einen Bissen. Moment mal. Ich muss mal schnell schauen, was wir hier für eine Quest gerade machen und warum wir die machen. Transformation. Suche auf dem Stadtfriedhof nach dem Grab von irgendjemand. Also, es war ein warmer Sommernachtsabend oder einfach nur Sommerabend oder war es ein kühler, aber sonniger Morgen. Zeit und Witterung spielt keine Rolle. Was zählt, ist der Brief, den Geralt von Yennefer erhielt. Darin informierte sie ihn über eine sehr ungewöhnliche Entdeckung, die sie gemacht hat. Sie hat ein paar alte Manuskripte gefunden, in denen die Forschungen eines gewissen Professor Morieux zu Hex... Ach so, das ist das! Ah, das ist die Hexermutationsquest. Ah ja, doch, das ist vielleicht ganz cool. Der erste Schritt bestand darin, das Tagebuch des Professors zu finden. Laut Yen war es mit ihm begraben worden. Na guck, und schon sind wir wieder up to date. Ach was, und das erste Grab, wo ich hingehe, ist auch gleich seins. Oder nicht? Vielleicht auch nicht. Der hieß vielleicht nur so ähnlich. Sammler von Hexenschwertern. Er hatte nur eins, aber er hat sich wirklich bemüht. Na dann. Quatschte sich um Kopf und Kragen. Muli. Nee, ich suche Moreau oder so. Aber ich höre schon wieder Ertrunkene da hinten. Starb an den eigenen Ambitionen. Prinzessin aus einem fernen Land jenseits des Meeres. Das sind ganz schön viele Grabsteine. Fehlübersetzung, Missverständnis, Unglück. Na dann. Meine Güte, sind hier viele Grabsteine. Dieser gefährliche Mörder ist dem Gesetz lange Zeit entkommen, starb in Gefangenschaft wegen Steuerhinterziehung. Naja. Starb bei einem Hungerstreik. Ich glaube, ich muss systematisch vorgehen. Starb auf der Suche nach dem gelobten Land. Ich klappe jetzt erstmal die ganze... Oder ich nehme erstmal die Seite des Friedhofs, genau.
ist hingefallen. Kam mittellos nach Beauclair, starb als reicher Mann. Carrot, Hausierer, wollte immer seine eigene Beerdigung besuchen und schaffte es auch. Sebig, Ritter und Hausmeister. Kein Gegner, den er nicht besiegte, keine Tür, die er nicht reparieren konnte. Korrigierte die Leute oft, zu oft, wie sich zeigte. Sie sind unvergessen, all jene, die für das Herzogtum starben. Ah, okay. Das ist so ein bisschen wie die alten Griechen. Die hatten, glaube ich, Tempel für die unbekannten Götter. So von wegen, falls die welche vergessen hätten, bauen die lieber mal so anonyme Tempel, damit die sich nicht ärgern und dann irgendwelche Strafen schicken oder sowas. Finde ich ganz nett. Architekt des Unmöglichen. Das Grab sieht besonders aus. Ist das das Richtige? Nein, leider nicht. Sie wollte diesen kleinen Panther unbedingt haben. Ich find's lustig. Aber ein schönes Grab hat sie. Supreme, Anthony Supreme, kämpfte den einen Kampf zu viel. Fukunia oder so. Trink das nicht. Ausrufezeichen. Raphael de Yen. Die Rekruten marschierten stets in der Frontlinie. Achso, das kennen wir schon. Was ist das da? Oh Gott, sag mir nicht, dass ich auch noch in die Grüfte reinschauen muss. Ne, ist verschlossen momentan. Ne, dann. Der Friedhof ist groß genug und unübersichtlich genug. Ich muss hier erstmal gucken, dass ich nicht wieder komplett die Übersicht verliere. Aber ich glaube, es passt schon einigermaßen. Oh, oh, da war wohl wer schneller als ich, oder? Aha, tatsächlich. Thomas Moreau, Professor. Elias Kavi Alda Daldabalda und so weiter. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Elirin. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Aber jetzt lesen wir, glaube ich, die anderen Grabsteine noch, weil da waren ein paar echt lustige dabei, finde ich. Komm schon, noch einen auf dem Weg. Ja, verfickt, was verstehst du, beschissener Wichser, daran nicht? Ich finde das komisch, dass das hier ausgeschwärzt ist, weil im Spiel sagen die Worte dauernd, quasi, ständig. Aber gut, vielleicht steht es halt wirklich so auf dem Grabstein, ne? Man will halt vielleicht die Worte nicht so auf dem Friedhof stehen haben. Schrie sie ihren Kater an, der das Stöckchen nicht holen wollte. Ihr Zorn war tödlich. Halt, Moment, ich kann alles erklären. Deine letzten Worte. Reiste von Thedas zum Kontinent. Was zum Kontinent? Ja, okay, welchem auch immer. Dort gefiel es ihm so gut, dass er blieb, bis er starb. Sklaventreiberin. Starb bei einer Meuterei ihrer Ware. Das ist schön. Philosoph betrachtete die Sterne einmal zu oft. Verstehe ich nicht. Wie soll man denn vom Sternebetrachten sterben? Außer er hat nicht geguckt, wohin geht oder so, ne? Wahrscheinlich ist das gemeint. Starb, als er Jakob den Holzfäller ausrauben wollte. Tja. Starb über ihr Kassenbuch gebeugt und murmelnd, nur noch eine Tabelle. Kam aus dem fernen Azeroth
und starb beim Überfall durch eine Hanse. Moment, was? Wirklich? Ja, na gut. Erstochen von einem unzufriedenen Kunden. Ritter, freundlich, zu freundlich, feindlich zu, freundlich, nee, warte mal. Freundlich zu Freunden, feindlich zu Feinden, das steht da. Hätten wir das auch geschafft. Na gut, die paar lesen wir jetzt auch noch schnell. Vor allem das Große in der Mitte würde mich interessieren. Was ist denn da los? Jean-Luc Picard. Großer Kommandant. Noch größerer Teeliebhaber. Ja. Schön. Jean-Luc Picard liegt hier begraben. Ich hätte vielleicht mehr auf die Namen achten sollen, ne? Vielleicht haben die da noch mehr Easter Eggs. Die habe ich einfach weggelassen, weil ich mir gedacht habe, aussprechen kann ich die sowieso alle nicht. So wie Boris Pügnes Moral Fetich oder so. Wichser. Na gut. Ein Zeitreiseunfall, wahrscheinlich. Vielleicht in der zweiten Staffel von Picard wissen wir, wie er in die Witcher-Welt kommt. Ich meine, Witcher führt ja quasi mit Ciris Reisefähigkeiten so ein bisschen ein, dass es im Grunde unendlich viel Paralleluniversen und andere Planeten da draußen gibt. Also möglich, dass Geralt, also dass die Witcher-Welt irgendein Planet in unserem Universum ist oder vielleicht eben einfach ein Paralleluniversum. Und insofern könnte so ein Jean-Luc Picard eventuell wirklich irgendwie dahin kommen. Wer weiß. Oh, das wär's, ne? Jetzt kommt Picard Staffel 2 und Witcher Staffel 2 und dann stellt sich raus, die beiden Serien laufen auf den gleichen Punkt hinaus, damit es dann mit dem Crossover weitergeht. Kämpfer an vielen Fronten kehrte dann in den Schoß der Heimat zurück. Na dann. Getötet von einem Typen namens Bill. Und wenn jetzt Mark Hamill noch die Rolle von Vesemir bekommen oder gemacht hätte, dann wäre Mark Hamill vielleicht bald im Star Trek-Universum. Dann kennt sich keiner mehr aus. Verwalterin. Stets anmutig und elegant beim Runtermachen von Pfuschern und Aufschneidern. Ah, den kann ich... Doch, warte, da war gerade kurz, oder? Aber ich glaube, den kann man gar nicht lesen. Na gut. Das unbekannte Grab. Arkadiusz Borowiak, Schauspieler, Sänger, Frauenheld. Eines Tages haben es die Leute einfach nicht mehr ausgehalten. Na gut, dann gehen wir jetzt. Waren wir schon bei dem großen Riesengrab? Oh, das hat noch zwei kleine Nebengräber. Pierre Krummnase, bester Verwalter von allen. So. Gaspard de la Nuit starb plötzlich und unerwartet. Das ist irgendwie nicht so lustig. Pablo Makowski, Kräuterkundler, starb an einem Kunstfehler, fraß sich mit Giftpilzen oder Pflanzen voll. Na schön, okay, gut, die zwei lesen wir jetzt auch noch, oder drei? Nee, zwei, nee, drei, okay. Aber dann ist Schluss. Dann haben wir, glaube ich, fast alle. Wenn nicht sogar alle. Mathieu Thomas, beim Kartenspielen gestorben. Gregor Le Semeur oder so, viel zu früh in die Stadt der Nacht aufgebrochen. Professioneller Stierkämpfer. Könnte das mit viel zu früh in die Stadt der Nacht aufgebrochen irgendwie eine Anspielung an irgendein Rollenspiel sein, irgend so ein klassisches RPG oder ein MMO? Und dann ist da einer, ne, dann irgendein Hochlevelgebiet heißt dann Stadt der Nacht und
Wenn man da als unerfahrener Spieler hingeht, dann stirbt man. Irgendwie so klingt das. Könnte sein, dass das sowas ist. Vielleicht aber auch nicht. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Vielleicht ist Stadt der Nacht auch einfach nur eine Metapher für den Tod oder so. Wer weiß. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Hm. Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Yen geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dolnefte, das Tal der Neuen, erwähnt. Sieh auf der Karte von Yennefer nach. Oh, wo finde ich denn die jetzt? Ich hoffe, die ist einfach hier bei Questgegenstände ganz deutlich hervorgehoben. Geleitbrief. Antike Karte von Toussaint. Das könnte die sein, oder? Aber was sehe ich denn da drauf? Irgendwie nix. Also ich meine, keine Ahnung. Ist das die Karte, die wir suchen? Verzeihung. Besitzurkunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt will. Der Karte markierte Ort ist jetzt überflutet. Der Saint-Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen. Es hat funktioniert. Oh Gott. Nein. Gut, man kann die gar nicht lesen. Puh, das wäre ein bisschen zu viel, der Overkill. Das ist aber auch so, und das finde ich ganz nett, weil das ist ja auch so ein Nichts Ur... Zu hören. Ich sollte mich trotzdem umsehen. Hä? Ach so, das war jetzt wieder eine andere Mission, in die ich da zufällig gestolpert bin. Ah. Naja, auf jeden Fall ist das ja auch eine uralte Rollenspieltradition. Mich würde interessieren, woher die kommt, dass die Friedhöfe, die Grabsteine auf Friedhöfen als Gags, als Witze, als Running Gags oder so benutzt werden. Das hat dir, glaube ich, jedes klassische RPG ever gemacht. Finde ich schön, dass das auch in Witcher fast schon wie so eine Hommage an alte Rollenspiele mit drin ist. Das macht selbst das alte Fallout, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, welcher Teil oder ob es beide Teile sind, aber auch da sind auf Friedhöfen immer wieder so kleine Karlauer quasi. So letzte Worte und Todesarten und einfach nur blöde Geschichten halt. Wie hier halt auch gerade. Easter Eggs. Bei neueren Spielen ist das auch oft, oder bei irgendeinem zumindest, oft stimmt nicht, aber bei irgendeinem, ich hab's nicht mehr im Kopf, wurde der Friedhof genutzt, um die Supporter auf Kickstarter zu unterstützen, die das Projekt finanziert haben. Ist auch eine nette Idee, aber auch ein bisschen makaber. Stinkig. Wollen wir fangen spielen? Du kriegst mich nicht. Jetzt ein Boot. Das wär's. Da steht ein Boot. Ich glaube, ich schwimme erstmal zu dem Boot. Dann, glaube ich, spare ich mir Weg. Ich hätte um den Fluss rumreiten sollen. Aber gut, jetzt schwimmen wir. Schwimm, Geralt. Schwimm wie der Wind. Mit schwindelerregender Geschwindigkeit. Ah. Da hinten sind schon wieder so gespaltene Berge. Zwei so Berge, deren Spitzen zueinander ragen. Wie in Breath of the Wild und Assassin's Creed Valhalla. Und jetzt auch in Witcher. Chronologisch gesehen war es in Witcher natürlich. Aber... Was? Bitte?
Ach ja, die magischen, sich selbst mit Wind füllenden Segel hier immer. So, das sind wir auch schon.